Während meines Studiums hatte ich bereits in vielen ärmlichen Häusern gelebt und war trotzdem immer wieder aus Geldmangel gezwungen gewesen, dort auszuziehen. So stieß ich schließlich auf das wackelige Haus in der Rue d'Orsay, das dem gelähmten Blondeau gehörte. Es war das dritte Haus am oberen Ende der Straße und bei weitem das höchste Gebäude von allen. Das Zimmer ist im fünften Stock. In Ordnung. Das ist das einzige bewohnte Zimmer dort oben auf der Etage. So. Ja, das Haus steht fast leer. Aha. Was ist denn nun? Wollen Sie das Zimmer nun oder wollen Sie es nicht? Ich will es. Na schön. Dann mal raus mit den Kröten. Hier. In Zukunft ist die Miete dann immer montags fällig. Ist gut. Unaufgefordert. Ja, doch. Ich bin hier unten eigentlich immer anzutreffen. Immer. Ich kann ja nicht weg. Ich verstehe. Wegen der Lähmung. Ja. Da ist der Schlüssel. Und jetzt raus hier. Schon gut. Tür zu. Ja. Hoffentlich finde ich das richtige Zimmer. Gleich in der Nacht, in der ich ankam, hörte ich sehr seltsame Musik aus dem Dachgeschoss. Am nächsten Morgen fragte ich den alten, mürrischen Hausbesitzer Blondeau danach. Ach das? Es wird sicher dieser alte deutsche Gambist gewesen sein. Ein Gambist? Ja, zum Teufel. Hören Sie schlecht? Nein, aber was ist das bitte? Na, jemand, der die Viola da Gamba spielt. Das ist ein historisches Saiteninstrument. Ah. Sieht so ähnlich aus wie ein Violoncello. Klingt aber anders. Das werden Sie ja gehört haben. Ja, sehr interessant. Ja. Und dieser andere Mieter, er... Er spielt anscheinend jeden Abend in irgendeinem billigen Theaterorchester. Ach so. Früher oder später werden Sie ihm sicher mal im Treppenhaus begegnen. Ist ein seltsamer alter Kauz. Zann heißt er. Erich Zann. Erich Zann, so, so. Ja. Er hat den Wunsch geäußert, dass er nach seiner Rückkehr vom Theater in der Nacht hier noch spielen kann. Ah. Das war der Grund dafür, dass ich ihm diese abgelegene Dachkammer zugewiesen habe. Aus dem Giebelfenster kann man über die Straße abschließende Mauer auf das Stadtpanorama blicken. Das ist das einzige Fenster in meinem Haus, von dem man diesen Blick hat. Aber der Aufstieg ist natürlich beschwerlich. Besonders für so einen alten, klapprigen Zausel wie diesen Erich Zann. Ich verstehe. Er ist übrigens stumm. Stumm? Ja, verdammt stumm. Lassen Sie mich jetzt gefälligst wieder allein. Ich habe weiß Gott noch anderes zu tun, als Ihnen Ihre vielen neugierigen Fragen zu beantworten. Natürlich. Ja. Ja, danke. Vielen Dank. Tür zu! Ja. Von da an hörte ich die Musik des Erich Zann in jeder Nacht. Und obwohl er mich damit jedes Mal lange wach hielt, und ich daher am Morgen zu den Vorlesungen stets sehr müde und unaufmerksam erschien, liebte ich es, mich immer wieder in die Seltsamkeit seiner Musik ganz zu versenken. Ich selbst verstehe leider nur wenig von der Kunst des Musizierens. Trotzdem wurde mir beim Hören sehr schnell klar,
dass keine dieser Harmonien in irgendeiner Beziehung zu der Art von Musik stand, die ich bis dahin gehört hatte. Ich schloss daraus, dass dieser Erich Zann offenbar ein Komponist von höchst originellem Genie sein musste. Je länger ich zuhörte, desto mehr war ich fasziniert von dem, was da von oben an mein Ohr drang. Nach einer Woche beschloss ich, nun alles daran zu setzen, die Bekanntschaft dieses alten Mannes zu machen, der seinem Instrument Töne dieser Art zu entlocken verstand.